Interessant ist natürlich jetzt die Semantik, die sich hinter einer Wiederholungsanweisung, insbesondere jetzt der Weil-Anweisung, verbirgt. Zunächst wird der boolsche Ausdruck ausgewertet. Die Schleifenbedingung wird ausgewertet. Falls diese Schleifenbedingung den Wert false liefert, wird die Wiederholungsanweisung beendet. Falls die Schleifenbedingung aber den Wert true liefert, wird die Anweisung, die Iterationsanweisung, ausgeführt und anschließend wird bei 1 fortgefahren. Das heißt, die Schleifenbedingung wird erneut ausgewertet. Das heißt, hier befinde ich mich in einer Schleife, die so lange ausgeführt wird, bis irgendwann die Schleifenbedingung hoffentlich mal den Wert false liefert und dann ist diese Wiederholungsanweisung beendet. Das schauen wir uns mal an unserem Motivationsbeispiel an. Die Lösung dafür, nämlich den Hamster, egal wo er sitzt, bis zur nächsten Mauer laufen zu lassen, die Lösung dafür sieht so aus. While von frei vor. Das heißt, hier ist eine Wiederholungsanweisung, die While-Anweisung. Hier ist die Schleifenbedingung, die besteht aus dem Testbefehl von frei. Und dann kommt die Iterationsanweisung. Die Iterationsanweisung besteht hier aus der Blockanweisung, die den einen Grundbefehl vor umfasst, umschließt. Prinzipiell könnte man hier wiederum die beiden Klammern weglassen, aber, das werden wir hinterher noch in den Code-Konventionen sehen, im Allgemeinen sollte man hier Blockanweisungen nutzen, weil wenn man das hinterher erweitert, um weitere Anweisungen, man ansonsten die Gefahr laufen würde, dass weitere Anweisungen, die ich hier anschließe, in die Iterationsanweisung nicht mehr zu der Iterationsanweisung gehören, weil immer nur die nächste Anweisung, die dieser Klammer folgt, die Iterationsanweisung ist. Wenn ich aber eine Blockanweisung nutze, kann ich innerhalb dieses Blocks beliebig viele Anweisungen schreiben, die immer noch zur Iterationsanweisung gehören. Schauen wir uns das jetzt mal an den Beispielen an. An diesem Beispiel, der Hamster steht hier. Es ist vorn frei, also hüpft er 1 vor. Anschließend wird wiederum die Schleifenbedingung ausgewertet. Es ist immer noch vorn frei, der Hamster hüpft 1 nach vorne. Jetzt ist vorne nicht mehr frei, das heißt hier wird false geliefert und die Wiederholungsanweisung ist beendet. Und weil dieses Programm nur aus einer Anweisung, nämlich der Wiederholungsanweisung, besteht, ist auch das Programm beendet. In diesem Beispiel, es ist vorne frei, also hüpfe nach vorne. Es ist immer noch vorne frei, also hüpfe nach vorne. Es ist immer noch vorne frei, also hüpfe nach vorne. Und jetzt ist vorne nicht mehr frei, die Wiederholungsanweisung und das Programm sind beendet. Schauen wir uns das jetzt mal im